Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Es ist bereits der achte Spieltag. Wir haben die Länderspielpause mal wieder überlebt, aber im November gibt es nochmal eine, wie wir uns alle super mega drüber freuen. Mann, ist das geil, diese Länderspielpause. Spaß beiseite, es geht los mit Frankfurt gegen Leverkusen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen und interessieren, was ihr so sagt. Ansonsten geht's los. Freitagabend eben Frankfurt gegen Leverkusen. Zum Auftakt des achten Spieltags in der Commerzbank Arena empfängt Frankfurt Bayer 04 Leverkusen. Die Länderspielpause ist damit fürs Erste beendet. Eine soll noch folgen, doch jetzt ist erstmal wieder Liga-Alltag am Start. Und hier dann die erste Möglichkeit für die Gastgeber, die hier zu Beginn den deutlich besseren und frischeren Eindruck machten. Paciencia testet gleich mal Ex-Frankfurter Lukas Radetzky im Tor der Gäste. Und dieser Eckball brachte dann aber nichts ein. Knappe halbe Stunde gespielt, Leverkusen nach vorne erstaunlich fahrig unterwegs. Silva zu Kostic, wieder zu André Silva. Dann kommt Rode mit. André Silva guckt sich das aus und zieht den Ball in den Winkel. 32. Minute, ein super Tor. Den kann man mal so machen. Für Radetzky ist da dann nichts mehr zu halten und die Commerzbank Arena war im Ausnahmezustand. Dann vor der Pause endlich mal Leverkusen. Kai Havertz zunächst gestoppt von Hasebe, doch Mitchell Weiser bringt den Ball nochmal in die Mitte. Vorland von Baumgartlinger bedient, spielt in die Mitte zu Kai Havertz. Und die erste richtig gute Angriffssituation führt hier zum ersten Treffer für die Gäste. Ein sehr schmeichelhafter Zwischenstand für die Elf von Peter Bosch. Doch Frankfurt nutzte ihre spielerische Überlegenheit noch nicht ausreichend. Zweiter Durchgang beginnt mit einer Standardsituation. Kostic und da ist Touré. Geht dann recht deutlich am Kasten vorbei. Da ärgert er sich ein bisschen mehr, wäre auf jeden Fall drin gewesen. Die Partie wurde nun aber offener. Kerim Demirbay vertrat den verletzten Arangis. Baumgartlinger zu Havertz. Fehlerhafte Ballmitnahme, doch was er dann mitmacht mit diesem Ball ist sehr stark. 57. Minute, hier verspringt ihm der komplett und dann nutzt er die Not, macht sie zur Tugend und hämmert das Ding aus kurzer Distanz rein. Nicht zu halten für Rönne. Über eine Stunde gespielt. Wieder Kai Havertz, spaziert da durch die gegnerische Hälfte und 3:1. Dreierpack Kai Havertz, dem diese Länderspielpause wohl nochmal richtig gut getan hat. War ja selber aktiv im Auftrag von Jogi Löw. Frankfurt bemühte sich, schnell zu antworten. Da ist Silva am zweiten Pfosten. Doch der Anschlusstreffer wollte nicht her. Und dann verlief sich die Partie so ein wenig im Sande. Im Endeffekt kam Frankfurt nicht mehr zum richtigen Aufbäumen. Muss sich hier mit 1:3 geschlagen geben. Ein herausragender Tag von Kai Havertz sorgte dafür, dass die Gäste hier zum Auftakt die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Am Samstagnachmittag trafen Leipzig und der VfL Wolfsburg in der Red Bull Arena aufeinander und es ist durchaus als Topspiel zu bezeichnen. Zwei Mannschaften, die sehr gut gestartet sind, wollen hier beide weiterhin oben den Anschluss zur Tabellenspitze behalten. Ein Sieg wäre dafür notwendig. Die erste Chance durch Steffen, sensationell reagiert von Gulaschi. Der Ungar kratzt ihn raus, verhindert so den Rückstand. Die Wölfe waren hier besser aufgelegt. Starke Flanke und dann Brekalo am zweiten Pfosten. Und spätestens jetzt hätte die Gästeführung drin sein müssen. Doch den Ball trifft er suboptimal, zieht ihn vorbei, bekam heute die Möglichkeit von Beginn an sich zu beweisen. Machte eine sehr gute Partie der Kroate, doch eben noch ohne den gewünschten Erfolg. Giavogi mit der Flanke und da ist dann Memedi. Aus Netz vom Schweizer. Die erste Hälfte ging hier klar an
den VfL RB Leipzig enttäuschte und biss sich an der stabilen Defensive von Wolfsburg die Zähne aus, die bislang mit 4 Gegentoren sehr, sehr wenig zuließ in dieser Saison. Dann aber wurde Leipzig stärker. Der erste Pfostenschuss hier in der 58. Minute und die Gastgeber blieben dran. Emil Forsberg, Halstenberg, Timo Werner, der nicht vom Ball getrennt wird. Das geht zu einfach. Diego Demme hat dann die Übersicht und Mateusz Kunja verfehlt den Kasten nur um eine ganz kleine Distanz. Schab da am rechten Pfosten vorbei. Der VfL Wolfsburg brauchte länger, sich in diesen Durchgang einzufinden. Das ist jetzt schon die Schlussphase. Weghorst, Arnold und Klaus, der nochmal zu Giavogi legt. Und dann Weghorst mit dem Kopfball ins Tor. Aber nicht ins Glück. Denn der Niederländer stand im Abseits. Der Treffer wurde zu Recht zurückgenommen. Auch wenn Gulaschi hier nicht gut aussieht, kommt er mit einem Schrecken davon. Unter dem Strich sollte es dann weder für die eine noch für die andere Mannschaft zum Dreier reichen. Oder doch? Wolfsburg dann mal mit so einem Fehler. Das kennt man nicht. Da ist Paulsen. Nein. Pavao Pervan ohne Probleme fängt den Ball ab und hält das 0:0 fest. Beide Teams können damit sicherlich leben, aber auch der Dreier wäre an beiden Stellen des Platzes möglich gewesen. Fortuna Düsseldorf legt durchaus immer sehenswerte Auftritte hin, doch aktuell steht man mit 4 Punkten unten in der Tabelle nicht gerade gut da. Der erste FSV Mainz 05 kann davon ein Liedchen singen, jetzt aber hier besser aufgelegt. Robin Quaison mit der ersten Chance in der 11. Spielminute mit dem linken Fuß, zieht er den aber noch am Kasten von Steffen vorbei. Der Sieg in Paderborn war für die Schwarzelf extrem wichtig. Man hat jetzt zumindest 6 Punkte nach 7 Spielen auf der Habenseite. Nun Fortuna Düsseldorf gefährlicher. Rufen Hennings und Zentner, der eingreifen muss. 14. Spielminute, sehr gute Möglichkeit. Ball nicht abgefälscht, somit eine klare Sache, die Zentner halten muss, aber auch mit Bravour halten kann. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Düsseldorfer. Ruben Hennings zu Baker und der ist abgefälscht von Saint-Just, der sich dann ganz eklig senkt. Am Ende aber nicht den Weg auf den Kasten von Zentner findet. Somit ging es torlos in die Katakomben. Eine durchaus interessante Partie, die auch den ein oder anderen Treffer verdient gehabt hätte, doch so weit kam es noch nicht. Nun Baku mit der Balleroberung im Mittelfeld und es geht schnell in die andere Richtung. Robin Quaison, was für ein Tor. 53. Minute, die Führung für die Gäste. Pierre Kuntemalong liegt auf. Und vom Aluminium geht er dann hinein in den Kasten. Harter Schlag für Düsseldorf. Sie brauchten, um sich davon zu erholen. Doch dann hatten sie hier die Chance. Ruven Hennings gewinnt den Ball und dann Robin Zentner. In Weltklasse-Manier. 87. Minute, wie er den rauskratzt, ist sensationell. Und hält das 1:0 erstmal fest. Düsseldorf in der Nachspielzeit dann mit dem Mute der Verzweiflung nochmal. Zimmermann mit der Flanke. Niakate passt auf. Szene noch nicht geklärt. Fink legt nochmal raus. Zimmermann mit der Flanke. Und jetzt war Latzer richtig dazwischen. Am Ende verliert Düsseldorf knapp, aber nicht unverdient mit 0:1 gegen gut aufgelegte Mainzer. Der FC Augsburg musste sich von der Schlappe in Gladbach erstmal erholen. Fluch und Segen zugleich, dass sie dafür 2 Wochen Zeit hatten. Der ein oder andere hätte sicherlich noch eine längere Pause gebraucht. Aber manche hätten wohl auch gleich gerne weitergespielt, um Wiedergutmachung zu betreiben. Der FC Bayern ist jetzt nicht der dankbarste Gegner auf der anderen Seite.
aber auch nicht viel zu verlieren. Für die Fuggerstädter die erste Chance ging aber auf das Konto der Gäste. Felipe Coutinho setzt den aber noch am Kasten vorbei. Es war, wie zu erwarten, nach vorne keine große Glanzleistung der Augsburger. Dann kamen sie nach einer knappen halben Stunde aber mal in die gegnerische Hälfte und setzten sich dort auch fest. Mora weg, Niederlechner. Zumindest mal ein Abschluss. Gregoritsch legt das Ganze auf. Neuer sieht aber, dass der am Kersten vorbeigeht. Noch knapp 5 Minuten bis zur Pause. Robert Lewandowski und Thiago im Zusammenspiel. Thiago zu Gnabry, der legt in die Mitte. Und dann Robert Lewandowski. Genau da, wo er stehen muss. Legt ihn aus 5 Metern in den Kasten rein. Kubek kommt einen Augenblick zu spät. Die verdiente Halbzeitführung für die Gäste, die deutlicher schon hätte ausfallen können. Doch Augsburg zeigte sich lange nicht so desolat wie noch vor 2 Wochen im Borussia-Park. Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Die Chancen bei der Kovac-Elf. Corentin Tolisso versucht sich hier aus der zweiten Reihe. Doch Kubek sieht, dass der 1-2 Meter rüber geht. Über eine Stunde gespielt. Nun die Bayern noch konsequenter. Robert Lewandowski ohne richtigen Gegnerdruck hat die Übersicht. Da ist Tolisso und dann war der Ball im Kasten. 2-0, 64. Minute. Das war jetzt nicht mehr gut von Augsburg verteidigt. Tolisso viel zu frei und das lässt er sich dann aus der Distanz nicht zweimal sagen. Zumindest gaben sich die Gastgeber nicht auf und kamen hier nochmal durch Florian Niederlechner zu einer Chance, die sie aber auch nicht konsequent nutzten. Manuel Neuer ist da, fährt die Hand aus und kratzt ihn raus. Eine richtig starke Parade des deutschen Nationaltorhüters. Am Ende steht für die Augsburger ein gnadenvolles 0-2. Der FC Bayern kann damit sehr zufrieden sein. Das Duell Werder Bremen gegen Hertha BSC ist tabellarisch durchaus unattraktiv. Da spielen zwei absolute Mittelfeldmannschaften gegeneinander. Doch spielerisch ist das durchaus interessant mit den Ansätzen von Kofeld und Čović. Die erste Chance gehörte den Gastgebern. Leonardo Bittencourt mit dem Kopfball, der relativ knapp am norwegischen Nationaltorhüter vorbeigeht. Er muss ihn aber auch nicht erreichen, da der Ball am Pfosten vorbeistreift. Die Hertha tat sich aber schwer, gegen gut stehende Bremer nach vorne viel zu kreieren. Dann musste mal so ein Fehler von Groß her und Marius Wolf alleine vor Pavlenka. Und in der 38. Minute hätte der Treffer fallen müssen. Er wäre aus dem Nichts gekommen, aber solche Geschenke sind zu verwerten. Sonst ist im Weserstadion schwierig, was zu holen. Sjelbred mit der Flanke und der Kopfball von Marco Grujic. Doch Theodor Gebrselassie stört ausreichend, sodass der Ball relativ weit am Kasten vorbeigeht. 0-0 nach 45 Minuten und dann war es irgendwie doch zunächst das Mittelfeldduell, was man erwartete. Spielerisch war noch viel Luft nach oben. Doch auch der zweite Durchgang brauchte Ewigkeiten, um in Fahrt zu kommen. Keine Viertelstunde mehr auf der Uhr. Kleinere Möglichkeiten gab es, doch nie die entscheidenden. Und so exemplarisch diese Szene. Maxi Eggestein zu früh gestartet. Klare Abseitssituation. Die Ansätze waren beidseitig da. Doch die entscheidenden Szenen wurden nie konsequent zu Ende gespielt. Rashica zu Sahin. Jetzt vielleicht mal. Rune Jahrstein ist wach. 83. Minute. Sehr gute Parade.
Wenngleich dieser Ball wohl auch an den Außenpfosten geprallt wäre, ist das zumindest etwas für die Galerie. Der anschließende Eckstoß nochmal. Şahin und dann Gebre Selassie. Pizarro mittlerweile reingekommen, legt ihn auf. Aber kann nicht mehr den Führungstreffer oder den Siegtreffer überhaupt erzielen. Die Bremer Fans zollten ihrer Mannschaft trotzdem Respekt. So langsam kommen die Verletzten zurück. Für die Hertha ist dieser Punkt sicherlich auch zufriedenstellend. Der erste FC Union Berlin droht in ähnliche Fahrwasser wie der SC Paderborn zu geraten. Gute Spiele ohne Ertrag beim 1:0 in Wolfsburg lieferten die Eisernen eine richtig starke Leistung ab, aber sie fuhren eben mit leeren Händen wieder nach Hause. Gegen den SC Freiburg im heimischen Stadion an der Alten Försterei mussten sie aber aufpassen, nicht früh in Rückstand zu gehen. Lukas Höhler mit der ersten Chance und Rafa Gikiewicz zeigt, dass er ein Starker ist und fischt den raus. Muss er natürlich auch, macht er aber und das ohne größere Probleme. Der anschließende Eckstoß führte dann zu dieser Situation. Das Duell der Schlotterbecks, beide heute aufgestellt in der Verteidigung. Der leitet hier das ein, was dann an der Anzeigentafel sehr schmerzhaft ist aus gastgebender Sicht. Lukas Höhler gut freigespielt. Waldschmidt legt nochmal rüber und so stand es 1:0 für die Gäste. Sehr verdient zu diesem Zeitpunkt, doch die Eisernen warten nun auch auf. Halbe Stunde gespielt, Christopher Trimmel nach einer Standardsituation. Der rechte Verteidiger zieht ihn aber knapp vorbei. Bedeutete eine knappe Halbzeitführung für die Gäste, aber alles offen noch im zweiten Abschnitt. Und der erste FC Union brachte durchaus ein gutes Spiel mal wieder hier auf den Rasen. Trimmel und Andersson. Starker Pass zu Bülter. Der Abschluss ist gar nicht schlecht, aber Alexander Schwuru, wie er den rausfischt, ist einfach überragend. Nicht von dieser Welt, möchte man fast sagen. Da schreit er raus, was er hat. Was für eine Szene vom Freiburger Keeper. Und auf der Gegenseite nun der SCF. Christian Günther geht da zu leicht vorbei. Und dann Gikiewicz mit dem Bock, den Waldschmidt ausnutzen kann. 54. Minute, 2:0 für die Gäste. Und für den so gut spielenden Gikiewicz ist das extrem ärgerlich. Der geht ganz klar auf seine Kappe. Der schnelle Anschlusstreffer sollte her. Lenz mit der Flanke, Koch erst dazwischen, debütierte ja für die A-Nationalmannschaft, kann das hier nicht klären und dann Christopher Trimmel trifft nur den Außenpfosten und der SC Freiburg spielte weiter seinen Stiefel runter. Möglichkeiten für den Gegner sind immer eingeplant, mit etwas Glück stand es hier noch zu 0. Lukas Höhler, Flanke, Waldschmidt und jetzt das 0:3. Die Gäste schlugen aber auch eiskalt zu. Chancenverhältnis war ausgeglichen. Doch an der Anzeigentafel stand 0:3. Der Ehrentreffer zumindest sollte her. Und dann war er auch ihnen vergönnt. 81. Minute. Christopher Trimmel, der hatte einige Möglichkeiten. Jetzt war er erfolgreich. Und auch Schwolo zeigt, dass er nur ein Mensch ist. Und verursacht diesen Fehler. Die Freiburger gewinnen hier mit 3:1. Vor allem, weil sie kaltschnäuziger vom Kasten waren. Der BVB hat dreimal in Folge 2:2 gespielt und jetzt wurde der Gegner mit Borussia Mönchengladbach nicht unbedingt anspruchsloser. So kam hier auch Thüram mit einem weiten Lauf über die linke Außenbahn in die gegnerische Gefahrenzone. Akanji erst dazwischen, doch nicht ganz geklärt, weil Janschke auch nachsetzt. Janschke, Dennis Zakaria und Roman Bürki kratzt den Ball gegen seinen Landsmann raus. Gefährliche Szene. Und Glück für Dortmund, hier in der Frühphase nicht in Rückstand zu geraten.
Der BVB wirkte in diesem Topspiel etwas gehemmt ob der vergangenen Wochen und Ergebnisse. Dann Mario Götze von Marco Reus mal in Szene gesetzt. Kein Problem für Jan Sommer. Treffer hätte so oder so nicht gezählt. Götze einen Schritt zu weit im verbotenen Raum. Nach 45 Minuten stand ein 0:0. Das war spielerisch doch noch etwas enttäuschend. Der zweite Durchgang begann dann aber vielversprechender. Janschke gegen Brandt lässt sich da den Ball zu leicht abluchsen. Julian Brandt, der in der Nationalelf nicht den glücklichsten Eindruck machte, hier besser aufgelegt. Delaney, Brandt kriegt den Ball wieder und schlägt zu. 52. Minute, die Führung für den BVB. Große Aufgabe jetzt für Borussia Mönchengladbach, die aber weiter den Angriffszug der Dortmunder rollen sah. Axel Witzel zu Julian Brandt. Er legt nochmal rüber zu Delaney bzw. steckt durch. Der kriegt den Ball aber nicht. Rauscht da in Sommer rein, der sich aber nicht dabei verletzte. Viertelstunde nur noch auf der Uhr. Der BVB machte das jetzt clever, wollte aufs Zweite gehen, um nicht wieder ein böses Erwachen zu haben, wie in den letzten drei Spielen. Hakimi und dann Reus, ansatzlos. 76. Minute, was für ein Tor. Gar nicht zu halten für Jan Sommer. Den trifft er perfekt, der passt herausragend. Und Borussia Mönchengladbach war geschlagen. Oder doch nicht, Schlussphase. Embolo mit dem guten Seitenwechsel, da ist Patrick Herrmann. Akanji kann es nicht klären und Embolo schließt an. Erste Minute der Nachspielzeit. Sollte es jetzt wirklich nochmal spannend werden? Die Antwort lautete nein. Der Treffer für Gladbach kam zu spät. Das 2:1 geht aber nach starker Hälfte für die Dortmunder auch durchaus in Ordnung. Am Sonntagnachmittag duellierten sich zwei Aufsteiger. Der 1. FC Köln empfing in dem Rheinenergiestadion den SC Paderborn und in der vergangenen Saison gewann Paderborn beide dieser Duelle. Die erste Möglichkeit hatte auch der SC Paderborn und die führte zum ersten Treffer. 16. Minute, Sven Michel, ein sehr gut vorgetragener Konter. Michel entwischt da Borno und Chichos und trifft dann gegen Timo Horn. Doch der 1. FC Köln kam dann auch, schüttelte sich, halbe Stunde jetzt gespielt. Kingsley Schindler, bis dahin kein berauschender Auftritt. Skiri, Simon Terodde. Und wenn man einen solch einer Qualität da vorne hat, dann reichen auch nur wenige Möglichkeiten. Häufig wird ihm nachgesagt, nur ein Zweitligastürmer zu sein. Zeit für ihn jetzt das Gegenteil zu beweisen. Schaub und da ist dann Terodde, der sich hier im Laufduell durchsetzen kann. Auch nicht das, was man erwartet hätte gegen Dräger. 40. Minute, Terodde dreht dieses Duell im Alleingang. Nichts mehr zu halten für Leopold Zingerle. Er reicht diesen Ball unter keinen Umständen. Nach mäßigem Beginn steigerte sich die Elf von Achim Bayer-Lorzer und ging dann auch nicht unverdient in Front. Im zweiten Durchgang weiterhin die Kölner besser. Doch sie verpassten es, den nächsten Treffer nachzulegen. Zingerle darf hier eigentlich keine Chance haben, aus der Distanz den Ball zu parieren. Er macht es dennoch, weil der zu unplatziert kam. Paderborn weiterhin ergebnistechnisch im Spiel, doch spielerisch machten die Gastgeber den deutlich besseren Eindruck. Collins klärt es nicht richtig. Cosiello liegt quer. Terodde im Abseits. Doch wieder stark von Zingerle, der hier auf jeden Fall weiterhin Selbstvertrauen nach langer Verletzungspause sammeln konnte. Schlussphase.
Die letzte Aktion für den SC Paderborn, doch den zweiten Punkt der Saison mitzunehmen. Cauli Oliveira Sousa legt nochmal raus zu Collins. Die Flanke und dann Ben Solinski. Zweite Minute der Nachspielzeit, die Riesenchance zur Entscheidung, beziehungsweise um die Niederlage abzuwenden. Das 2:2 wäre auch nicht unbedingt verdient gewesen, weil über weite Strecken der 1. FC Köln klar besser war. Zum Abschluss des 8. Spieltags empfing die TSG 1899 Hoffenheim den FC Schalke 04. Nach dem Überraschungssieg der Sinsheimer bei den Bayern ist wieder mehr Ruhe rund um Schreuder eingekehrt. Hier hatten sie dann auch die erste dicke, fette Möglichkeit. Sebastian Rudi trifft aber nur den Pfosten. Über Umwege kommt der Ball zu ihm. Und Schipke hatte gepennt. Glück für ihn, dass daraus nichts entstand. Nun Schalke. Serdar Burgstaller hat die Übersicht. Ahmed Kutucu heute in der Startaufstellung mit dem 1:0. 24. Minute. Das erste Mal ein konsequent zu Ende gespielter Angriff, der dann auch zur Führung reichte. Die Schalker davon beflügelt. Burgstaller, Baumann, nochmal Burgstaller und wieder Baumann. Super Doppeltat, besonders der zweite hervorzuheben. Im Fallen hebt er noch den rechten Fuß und mit der Fußspitze verhindert er das 0:2. Doch Schalke war noch heiß im ersten Durchgang. Amina Harit hat die Ruhe, um Sané mitzunehmen. Da ist Suat Serdar, Kutucu zu Burgstaller, wieder zu Kutucu, der steckt zu Burgstaller. 0:2, 45. plus 3. Und das dürfte dem Österreicher richtig gut tun. Wie viel er auch arbeitet, unterm Strich wird er an seinen Toren zumindest ein Stück weit auch bemessen. Zweiter Durchgang, nun Hoffenheim wieder etwas wacher. Geiger zu Sebastian Rudi und das die riesige Chance zum Anschlusstreffer. Straffer, guter Schuss, der aber knapp vorbeigeht. Nübel wäre sonst wohl auch da gewesen. Der FC Schalke 04 konzentrierte sich jetzt auf einige Nadelstiche. Benjamin Stambouli zu Amine Harit. Burgstaller, Harit und der trifft sowieso aktuell alles, was er will. 68. Minute, das 3:0, die Entscheidung nach menschlichem Ermessen. Hoffenheim war jetzt gebrochen. Beim letzten Heimspiel 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach und jetzt 0:4 gegen Schalke. Burgstaller Doppelpack, 76. Minute. Das war wieder zu heftig im Ergebnis, aber wenn man so deutlich verliert, dann ist man rechtmäßig der Verlierer. Der FC Schalke 04 schwimmt hingegen weiterhin auf der Erfolgswelle. Schauen wir noch kurz auf die Ergebnisse. Frankfurt-Leverkusen 1:3, Leipzig gegen Wolfsburg 0:0, Düsseldorf 0:1 gegen Mainz, Augsburg, Bayern 0:2, Bremen 0:0 gegen Hertha, Union gegen Freiburg 1:3, Dortmund 2:1 gegen Gladbach, Köln ebenfalls 2:1 gegen Paderborn und Hoffenheim 0:4 gegen Schalke. Noch einen kurzen Blick auf die Tabelle, den könnt ihr gerne anhalten, wenn ihr da genauer drauf schauen wollt. Ansonsten lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und tschüss.